Liebe Zuschauer, wir sind in Gmund am Tegernsee beim Faschingsverein Seegeister. Es ist heiße Phase. Am 11.11. geht's ja los, auch in Gmund am Tegernsee. Und das ist der Bernd Ettenreich, seines Zeichens, ja, der Chef, gell? Der Präsident. Ja, der auch schon mal Faschingsprinz war, natürlich. Ja, schon 19 Jahre her. Darf ich das zeigen? Also das ist der Bernd Ötzer und das ist der Bernd, vor wie vielen Jahren war das, Bernd? 19 Jahren. Ach, das, da kam, der, wie immer, hat ja, sich nicht genau. Und Sie war die Prinzessin? Prinzessin ist jetzt eine Gari-Mama und Trainerin bei der Kindergarde und seit längerer Zeit wie ich im Verein aktiv, war auch Präsidentin und so weiter und wir haben richtig Spaß. Es ist heute halt auch Jugendarbeit mit unseren Kindern. Ja, ja. Und, das ist jetzt die Kindergarde. Das ist jetzt die Kindergarde. Jugendgarde habt ihr auch noch? Wir haben eine Jugendgarde und wir haben eine Prinzengarde. Und ein Prinzenpaar, ein Elferrad. Wir haben ein Prinzenpaar, ein großes und ein Kinderprinzenpaar. Mhm. Und von dem her starten wir dieses Jahr am 14.11. mit unserer Intro. Da steht das Programm, wir zeigen das Programm. Bis auf die Zugaben sind wir dann im Training auch durch, in alle drei Garden. Das ist eine Arbeit. Wie viel sind insgesamt dabei? Hast du mal so einen Rundumblick? Die 60 sind auf der Bühne, wenn wir alle aufgetreten, alle drei Garden. Männergarde auch? Männer haben wir in der Garde dabei. Ja. Wir haben 10 Burschen, 10 Mädels. Sicher auch gerade, da sind Buben dabei. Bei den Kindern, bei den Großen. Trotzdem. Da sind auch Buben dabei. Die werden ja vielleicht irgendwann mal auch. Von allein. Weißt du, die Mädels sind da und die Buben kommen von allein. Ja, klar. Welche, die haben ja, also der Bau in der Garde hat ja das Paradies auf Erden eigentlich, oder? Ja, wenn er das mag in seinem jungen Alter, dann ist das schon schön. Und es gibt halt, es kann nicht jeder, was weiß ich, Judo machen oder Fußball spielen. Das gibt halt andere Sachen auch. Und deswegen machen wir. Ich hätte jetzt nicht gedacht, im wunderbaren Oberland, in Gmund am Tegernsee, gemütlich, ruhig, Traditionsvereine, Trachtenverein, Gorselschnalzer, Fasching. Ganz ist genau. Das bei euch so, hat das so eine lange Tradition? Wir sind der älteste Faschingsverein von Oberbayern. Nein. Wir sind 135 Jahre, jetzt der nächste Saison. Wir haben vor 2 Jahren 133 gehabt, das ist eine Faschingszahl. Von dem her, wir machen halt, sage ich mal, praktisch rheinischen Karneval, also wir machen Gardetanz. Das heißt, das ist ja damals gekommen, wo die im Ruhrgebiet eher praktisch die Franzosen das Militär verarscht haben. Ja. Und da deswegen, aber wir halten halt auch den Fasching hoch und wir haben genauso eine Gaudi auch. Also Karneval und Fasching, eine bunte Mischung, oder? Ganz genau. Ich gehe mal schnell zu deiner ehemaligen Prinzessin, mal ganz kurz. Also, sie hat sich gut gehalten. Ja. Hallo Prinzessin und Gardemama, servus. Du hast dich gut gehalten, mal so. Aber du bist im Training, oder? Natürlich. Mhm. Wie lange bist du schon Gardemama? 11 Jahre. Man sieht es dir nicht an. Wir waren den als Faschingsprinz. Also ich stelle mir das mal vor, da verliebt man sich doch ineinander, oder? Leute. Das ist ja blöd, wenn man Prinzessin ist. Ich habe meine Freundin, meine jetzige Frau fragen müssen, ob ich es machen darf. Ah ja, ist ja klar, ist ja logisch, Konkurrenz gewesen, auch immer noch. Ja. Aber das ist so Fasching, wer sucht denn aus, wer wird denn da zum Prinzenpaar gekürt? Wie läuft das? Bewerben sich da die Menschen und sagen, ich will das werden? Oder sagt sie, der schaut gut aus, du? Meistens sind es mehrere Prinzessinnen. Die Jungs ziehen nicht so. Was ist denn los? Ja, das ist immer so. Mhm. Und somit bin ich damals, habe ich halt auch keinen Prinzen gehabt und bin halt dann von Haus zu Haus gegangen. Nein, so schlimm war es nicht. Dann bist halt du gekommen. Dann ist halt der Bernd übrig. Ich habe einen Vorteil gehabt, ich habe tanzen können und deswegen war ich schon. Hast du auch Gardetanz gemacht? Ich war praktisch einfach so mal in der Tanzschule und ich war halt im Verein schon aktiv als Seegeist, als Maskottchen von uns. Ja. Und so war ich halt schon im Verein mit dabei, aber ich hätte mir es damals nicht denken lassen. Das war auch noch anders. Da hat es noch keine Kindergarde gegeben, da hat es noch keine Jugendgarde gegeben. Das war noch anders im Verein. Und man hat halt einfach jetzt durch die Kindergarde, zieht man natürlich auch die Nachwuchs her und die dann später, wenn es so sein soll, in der großen Garde landen und eben voll. Aber es fehlt euch nicht an Nachwuchs, oder? Nachwuchs ist immer da. Das ist ja Wahnsinn. Und dann einmal kurz ein Tief, weil als Teenie
Ist uncool. Das ist schon, genau, das ist nicht mehr so cool. Dann kommen sie wieder, oder was? Genau. Irgendwann fällt sie einer nach. Ganz kurz nur, was muss man als Talent mitbringen? Taktgefühl. Ballett war vorher. Ballett, das sagst du. Genau. Er hat Ballett mitgebracht. So, wir ganz sind als. Spaß. Ganz, das ist wichtig, ja. Das sieht man. Bei uns gibt es auch keine Größenordnung, wo nicht mitmachen darf, sondern es ist einfach. Dürfen alle mitmachen. Das ist keine Sortierung nach irgendwelchen Kriterien. Wer Spaß hat, darf mitmachen. Spaß hat, darf mitmachen. Du, dann frage ich doch einmal rum, ob es nur Spaß macht, selbst nach stundenlangem Training. Liebe Zuschauer, wir sind beim Faschingsverein Seegeister in Gmund am Tegernsee. Es wird sich körperlich betätigt. Wir schauen zu. Bis gleich. Ich hätte auch Talent, Anna. Ja, schön. Wir haben eine Erwachsenengarde, das ist gar kein Problem. Anna, ich habe sie in der Bahnschein. Das ist ja meine übliche Ausrede. Aber das ist gut. Ich weiß, dass es eigentlich fit hält. Macht Spaß? Ja. Strenge Lehrerin? Nein. Sagst nichts falsch, gell? Anna, seit wann trainierst du? Seit 2 Jahren jetzt. Seit 2 Jahren? Wie wird man dazu auserkoren? Ja, ich habe erst Prinzessin mal dürfen und dann kommst du aufs Abstellgleis, dann darfst du... Ist dein Prinz irgendwo? Nein, der hat es nicht mehr ausgehalten. Der hat schon Flucht ergriffen, gell? Ja, nein. Prinzessin ist aber auch was Besonderes, gell? Ja, sehr besonders. Wie hält man das durch? Das kann man eigentlich im Nachhinein nicht mehr so richtig rekonstruieren, weil man eigentlich in Trance ist. Aber ansonsten, also es macht auf alle Fälle viel Spaß und das muss man genießen. Wer will mal Prinzessin werden vom Faschingsverein Seegeister? So, 3 Faschingssaisons sind schon geritzt, gell? Wer will Faschingsprinz werden? So, haben wir schon wieder mit den Bombeeren. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist mit dir? Vielleicht. Vielleicht. Wie heißt du? Marinus. Das ist der Marinus und du bist der? Gideon. So, du wirst auch mal Faschingsprinz. Ist das klar? Nicken. Nicken. Ja, und du auch, gell? Nicken. So, da haben wir nur Ältere dabei. Bei dir ist mit dem Faschingsprinz ist her, wa? Was bin ich? Bei dir ist mit dem Faschingsprinz her eine Zeitl, oder? Oder weißt du noch nicht? Nein, ich war noch nie einer. Was? Der war noch nie Faschingsprinz? Aber seine Töchter. Aber du bist so im Vorstand drin. Ja, freilich, deswegen muss man ja nicht Prinz sein. Na ja, ich weiß nicht. Was machst denn du? Was hast du für Talente? Ich bin da der König da herin, weißt du schon? Wisst ihr, dass das der König ist? Das sind alles meine Küken. Aha, und die Mädler gehören zu dir, oder was ist das? Ja, die gehören zu... Ja? Das ist die Jugend, oder seid ihr die große Garde? Prinzengarde. Die große. Prinzengarde. Aber schon von klar auf dabei bei den Seegeister, oder? Seit 10 Jahren jetzt. 10 Jahre? Du? 12, glaube ich. Aber da gibt es doch einmal so ein großes Vortanzpaar, oder? Bei der Prinzengarde. Gibt es da? Habt ihr ein Tanzpaar? Ein Prinzenpaar tanzt bei euch? Das musst du für China, du. Also die müssen ja dann echt was mitbringen. Schönheit. Den Tanz seit Wochen. Aber die Anna, die jetzt Trainerin ist, die singt live auch super. Wirklich? Und die hat während ihrer Prinzessin da sein, hat die auch während ihrem Auftritt gesungen. Also das ist ganz genial. Ihr seid so wirklich ein Verein. Also Singer, Tanzen, Intelligenz, Schönheit. Ja, da findest du nicht immer was, gell? Nein, das ist, wir haben eigentlich alles, was so das Herz begehrt, also was man mitbringen muss. Was macht jetzt der König, beim Faschingsverein? Ja, ich muss mich um meine Mädels kümmern. Das sicher, wenn du um deine Mädels kümmerst. Sitzt auf der Bank drum, gell? Kannst du auch tanzen? Ja, so den typischen halt. Ja, so, jetzt mal unter uns, während die Kleinen noch trainieren und tanzen, wenn man dann älter ist, so Faschingsverein und eine Faschingssaison kann lang sein, jedes Wochenende Auftritt. Ihr seid ja dann wahrscheinlich in der Umgebung unterwegs, werdet bei anderen Faschingsvereinen eingeladen zum Vortanzen. Und zum, das, ja, so, wie hält man das aus, Bernd? Konditionell natürlich. Konditionell ist es im Durchschnitt einer pro Tag, aber... Es ist nicht so, weil die ersten 2 Monate ist nichts im Fasching. November, Dezember ist nichts. Ab Januar, Februar. Und dann geht es halt bis zu 10 Auftritte am Tag. Am Rosenmontag schlagt es dann schon richtig durch und wird auch anstrengend. Aber es steigert sich so schön langsam und das ist das Geniale dran. Und dann ist wieder... Dann ist es auch gut, wa? Am Faschingsdienstag wieder aus und... Dann wie viele Tränen weint ihr? Viele Tränen. Und du nicht, wo? Wegen was? aber du blärst schon auch, oder? Bernd, ein bisschen? Ja. Aber dann braucht es ein bisschen Urlaub erst einmal, oder? Was ist das Anstrengendste? Das Fortgehen. Das Schönste? Dann
Furke. Gibt es im Faschingsverein auch Paare, die sich im Fasching dann kennengelernt haben? Also ist, ich glaube, das meiste, wo? Genügend. Ja, ich glaube ja. Weil wenn man das miteinander, also eine Leidenschaft miteinander muss man schon haben, wenn der Ui beim Faschingsverein ist und der andere hat kein Interesse, oder? Das ist schwierig, weil man ja dann doch viel fort ist und mit denen immer wieder beieinander ist. Und die haben alle Spaß drauf. Aber es ist... Übrigens, was macht ihr da unten? Ihr dehnt euch oder wie ist? Ihr dehnt's. Ihr dehnt euch. Das sieht man, jetzt liegt das Heftel weg. Jetzt, habt ihr heute auch noch Training? Ja. Du warst doch auch schon mal Prinzessin, habe ich gerade auf dem Büttel gesehen. Du warst so Kinderprinzessin, das tut dein Mädel, oder? Hat er gar nicht das Kind. Wer ist denn dein Faschingsprinz? Der Dominik. Ja, und wo ist der? Der ist weg. Der bleibt immer eine Saison und dann weiß ich es wieder. Der tanzt uns damit, der ist dabei. Ja. Und Mädel, bei euch, was ist da so? Ihr seid bei der Jugend oder bei der Prinzengarde? Bei der Jugendgarde. Aha. Wie lange schon jetzt im Faschingsverein dabei? 11 Jahre. 11 Jahre? Da bist doch du gerade erst mal auf die Welt gekommen. Nein. Und du? 7. 7 Jahre. Was macht so Spaß dran? Ja, einfach so im Fasching mal so draußen sein, tanzen und keine Ahnung, einfach alles. Wie ist denn das vor Leuten auftreten und tanzen? Das macht Spaß. Ja? Ist man da nervös untereinander, bevor der Auftritt kommt? Der erste Auftritt ist immer so, der aber dann... Schlimmste. Aber sag mal, ich denke mir immer, wenn man schon dreimal, wenn ich dreimal die Beine hochschmeiße, ist meine Kondition vorbei. Wie haltet ihr das aus? Wir trainieren halt das Ganze und dann kriegt man Ausdauer. Ja, danke für den Hinweis. Dann habe ich das. Was ist er? Ach, schau, ist das einmal. Das, ah, ich habe jetzt gedacht, das ist der zukünftige Faschingsprinz. Heute sag ich ihn, oder? Bei uns die Fotos und die Presse. Klappkarten, genau. Meine Lieben, die Zeit ist vorbei. Ja? Ich wünsche euch eine schöne Saison. Ich hätte noch eine Kostprobe von unserer Anna gegeben. Dein Moment, ja, dein Eins. Rollen, rollen, rollen on the river. Das ist die Tina Turner. Left a good job in the city, working for the man every night.